Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit dem Fred. Ganz am Anfang, wichtig, wenn dir der Content gefällt, lass doch gerne ein Abo da und vor allem aktivier die Glocke, damit du kein Video verpasst, denn die meisten meiner Zuschauer sind nicht mal Abonnent dieses Kanals. Von daher, ja, würde ich mich freuen, wenn du ein Abo da lässt und natürlich auch, wenn du den Creator-Code MBF eingibst. Lass uns mal direkt reinstarten. Ich habe mal wieder in meinem schlauen Buch gegraben und geguckt, was es denn so Neues gibt in den Supercell-Nutzungsbedingungen, die ihr auf supercell.com findet. Da könnt ihr das auch auf Deutsch stellen, denn das bedeutet, ihr habt dann die Nutzungsbedingungen auf Deutsch, wenn ihr etwas nachlesen wollt. Warum ist das jetzt so wichtig, das mal ab und zu sich anzugucken? Also ich mache das ja jetzt für euch, da müsst ihr das nicht machen. Kann ich euch sagen, denn es gibt immer mal wieder Punkte, die vielleicht entfernt werden oder umgeändert werden oder auch neu reingeschrieben werden. Wir werden uns das jetzt gleich mal angucken. Es geht also heute um Wege oder Möglichkeiten, gebannt zu werden. Das soll aber keine Anleitung sein, die ihr befolgen sollt, um gebannt zu werden. Das soll mehr oder weniger, ich sage mal, eine Warnung sein. Macht das nicht, was jetzt hier steht. Macht das bitte nicht. Versucht nicht, gebannt zu werden. Das ist nicht cool. Das solltet ihr nicht machen. Spielt nach den Regeln und vor allen Dingen, das ist ja auch so eine Sache, macht es doch den anderen Spielern auch nicht schwerer als nötig. Es ist ja so, ein Spiel wie Clash of Clans lebt vom gemeinsamen Miteinander. Das bedeutet, wenn sich da jeder an die Regeln hält, dann ist es ja insgesamt auch für alle ein besseres Spielerlebnis. Aber nun, lasst uns mal reingucken, wie wird man eigentlich gebannt bei Clash of Clans? Und vor allem natürlich ganz wichtig, unterschiedliche Arten von Bans. Ne? Du kannst ja gebannt werden für ein paar Tage, für eine Woche. Das bedeutet, das ist ein temporärer Bann. Oder du kannst da natürlich auch generell für immer gebannt werden. Du kannst auch von allen Supercell-Spielen gebannt werden. Da gucken wir auch noch gleich drauf. Also los geht's. Oh, der erste Punkt schon mal. Es ist ihnen nicht gestattet, ihr Konto zu verkaufen, zu vermieten oder auf sonstige Weise weiterzugeben. Ja, da tappen auch viele Leute in die Falle, die dann Account-Sharing betreiben. Ein Konto mit falscher Identität, falschen Informationen oder für jemand anderen als sich selbst anzulegen. Ja. Man darf das auch nicht für Werbung nutzen oder jedwede Form von Werbung unterstützen oder verbreiten. Dies umfasst auch die Versendung von Kettenbriefen, Junk- oder Spam-E-Mails oder sich wiederholenden oder irreführenden Nachrichten. Das gilt wahrscheinlich dann sogar auch für den Ingame-Chat. Ja. Das sind alles Punkte. Also gleich wird es auf jeden Fall noch richtig wild. Bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt ein geiler Abschnitt. Supercell behält sich das Recht vor, jeden Benutzernamen jederzeit und aus welchem Grund auch immer zu entfernen oder zurückzufordern. Insbesondere, wenn ein Dritter Ansprüche wegen einer Verletzung seiner Rechte bezüglich des Benutzernamens geltend macht. Das ist krass. Es kann pro Spiel nur ein Konto auf einem unterstützten Endgerät genutzt werden, es sei denn, der Supercell-ID-Dienst wird genutzt. Solltet ihr auf jeden Fall machen. Benutzt die Supercell-ID für jedes, ja, bei Clash of Clans halt für jedes Dorf, was ihr habt. Benutzt da auf jeden Fall immer die Supercell-ID. Das ist natürlich auch aus Sicherheitsgründen absolut empfehlenswert. Und jetzt kommen die schweren Geschütze. Sie willigen ein, dass sie unter keinen Umständen irgendeine Handlung vornehmen, die gegen die Nutzungsbedingungen verstößt oder den Kundenservice von Supercell missbräuchlich nutzen. Ja. Das ist übrigens auch so ein bisschen, wo wir dann wieder beim Scam sind, wenn dann Leute den Kundenservice missbräuchlich nutzen, um dann halt an die Spielkonten anderer ranzukommen. Das ist natürlich ein absolutes No-Go. Also macht das nicht. Dann sind wir jetzt wieder im Bereich von unerlaubter Software, also jegliche unerlaubte Software, wie zum Beispiel Cheats, Exploits, automatische Programme, Emulatoren, Bots, Hacks, Mods. Alles, was dazu dient, die Dienste der Supercell-Spiele und natürlich das Spielerlebnis zu verändern oder zu beeinträchtigen. Ja, das sollte man oder darf man nicht nutzen, weder direkt noch indirekt. Das ist halt logisch. Also es ist im Endeffekt das 99%, das sage ich auch immer mal wieder, 99,99999% aller Sachen sind einfach logisches Denken. Da verstößt man sowieso nicht gegen, wenn man einfach ganz normal spielt. Das ist einfach so. Also ich war noch nie in irgendeiner Situation, wo ich gegen irgendwas hier verstoßen habe, weil ich einfach ganz normal spiele. Das solltet ihr vielleicht auch mal dann bedenken bei der ganzen Geschichte. Oh ja, dann natürlich noch das Nutzen von den Supercell-Spielen, ja, oder beziehungsweise eine Art des Nutzens, mit dem man dann andere beeinträchtigt. Also sie schreiben. Eines Supercell-Spiels den normalen Verlauf des Dienstes stören, beeinträchtigen oder sonstiges Verhalten an den Tag legen, welches das Nutzererlebnis anderer negativ beeinträchtigt. Also Wintrading ist auf jeden Fall eine Sache, manipulieren in jeglicher Form, zum Beispiel von Ranglisten, Ausnutzen von Fehlern im Dienst. Das ist auch ganz wichtig. Wenn ihr irgendwo einen Glitch oder einen Exploit findet im Spiel, dann
ja, teilt das bitte dem Support mit. Denn wenn ihr das ausnutzt und euch damit einen unfairen Vorteil gegenüber anderen verschafft, dann könnt ihr gebannt werden. Das ist einfach so. Ganz einfaches Beispiel, das gab es mal bei GTA. Bei GTA gab es ja auch mal ein paar verschiedene Glitches und so weiter. Und dann haben die Leute das benutzt und was hat dann Rockstar gemacht? Ja, die haben alle gebannt. Die haben alle gebannt, die das gemacht haben. Durch die Bank weg, das war denen auch vollkommen egal, wie weit die waren. Es ist im Endeffekt, ja, es ist zwar schade, aber ich meine, das ist jetzt einmal gesagt, ne? Also wenn du da irgendwas findest an Fehlern oder so, die dir einen unfairen Vorteil verschaffen, es war, also einfach mal als Beispiel, das wird nicht so kommen, aber es ist einfach mal ein Beispiel. Du baust eine Juwelenkiste ab und die spawnt immer wieder neu. Und du denkst dir, das kann doch gar nicht sein. Oder sie gibt, oder die verschwindet überhaupt nicht. Sie gibt dir immer wieder 25 Gems. Immer wieder. Ja, das ist natürlich logisch, dass du das dann melden solltest, weil du dann einen unfairen Vorteil hast, wenn du im Endeffekt dann immer wieder Gems bekommst. Das ist also wie, das ist wirklich nur ein Beispiel. Das wird natürlich so nicht passieren. Aber nur damit man da mal eine Vorstellung hat, was es denn da sein könnte. Ja, dann, das sind jetzt so Sachen, die sind neu drin, also dass man nicht die Server oder auch die Computer, die da natürlich benutzt werden, um diese Spielumgebung zu benutzen oder beziehungsweise um diese Spielumgebung zu erstellen, dass man die nicht stört, überlastet oder bei einer Störung oder Überlastung Beihilfe leistet. Das weiß ich nicht, ob das letztes Mal auch schon drin stand, als ich das nachgeguckt habe. Also es kann natürlich, wie ich das gesagt habe, sein, dass sich da immer mal wieder was ändert und dass natürlich auch Punkte hinzugefügt werden. Dann noch ganz im Speziellen hier noch ein Beitrag, dass man zum Beispiel natürlich auch, dass man diese Sache nicht angreifen soll oder Maßnahmen in Gang setzen soll, die den Dienst selber oder das Spielvergnügen anderer Personen stören. Jetzt schreiben sie hier ganz speziell Viren oder Denial of Service Angriffe. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber also das fällt bei mir schon mal sowieso weg, weil ich da absolut keine Ahnung habe, was man denn da überhaupt anstellen kann. Ja, dann natürlich Versuche, unberechtigt Zugang zu dem Dienst, Konten von anderen oder zu Computern, Services oder Netzwerken zu bekommen. Ja, halt Konten stehlen oder halt irgendwelche Sachen oder irgendwie sonst versuchen, irgendwie den Zugang zu kriegen zu irgendwelchen Internas da auf den Servern und sowas. Das ist natürlich auch eigentlich, das ist komplett logisch, dass man das nicht machen sollte. Das ist klar. Dann kommen wir jetzt so ein bisschen in den Bereich von damals dem Global-Chat irgendwie. Also alles, was dann irgendwie mit missbräuchlichen, bedrohlichen, obszönen, erniedrigenden, verleumderischen, rassistischen, sexistischen, pornografisch beleidigenden, religiösen oder anderweitig anstößigen oder rechtswidrigen Inhalten zu tun hat. Ja, das führt natürlich dann auch zu einem Bann, ist ja logisch. Oder Inhalte bezüglich exzessiver Gewalt, radikaler Propaganda oder anderes anstößiges Material oder in denen eine Verlinkung zu solchen Inhalten enthalten ist. Ja, logisch, das ist klar. Ja, dann natürlich andere Personen oder Gruppen, einschließlich Supercell Mitarbeitern belästigen, missbrauchen, schädigen oder Belästigungen, Missbrauch, in Klammern zum Beispiel Mobbing oder sonstige Verletzungen befürworten oder hierzu anstiften oder den Versuch hierzu zu unternehmen, ist auch logisch, ne? Das ist auch ganz klar, das ist ganz klar. Dann noch Verletzung von Urheberrecht, Markenrecht und so weiter. Das will ich jetzt aber gar nicht noch weiter ausführen hier, weil ein paar Sachen da drin sind, die sind halt auch so ein bisschen komplexer und halt super theoretisch. Also diese ganzen Sachen mit nicht mobben oder nicht irgendwelche Leute beleidigen, das ist ja greifbar. Vor allem in dem Global damals war das alles ja noch relativ nah dran. Das ist passiert. Mittlerweile ist das zurückgegangen, weil er global nicht mehr da ist. Ich meine, leider ist er nicht mehr da. Aber ich meine, es war halt ein Problem vom Global, dass da schon mal ein bisschen Eskalation am Start war. Aber sowas wie Quellcode in irgendeiner Form ändern, das ist für mich nicht greifbar, weil ich das einfach, ich kann das nicht und ich dekompilieren, zerlegen, entschlüsseln, keine Ahnung. Also das ist für mich in dem Sinn nicht greifbar. Es ist natürlich klar, dass sie das da reinschreiben, aber ne, ich habe es jetzt einmal genannt. Anmeldeinformationen oder andere Anmeldedaten oder persönliche Informationen von anderen Nutzern des Dienstes oder eines Supercell-Spiels erbitten oder versuchen, diese zu erlangen. Okay, das ist, glaube ich, fast schon so wie eben wieder, ne, dass man da versucht, sich Sachen von anderen zu schnappen, die einem natürlich nicht zustehen. Private Informationen von jemandem, einschließlich persönlich identifizierbarer Informationen, Ausweisdokumente oder finanzielle Informationen über den Dienst erfassen oder veröffentlichen. Eieieiei. Ich habe ja gesagt, es wird später auf jeden Fall noch richtig wild, also auf jeden Fall dranbleiben. Ein Supercell-Spiel für Glücksspiele, Wetten oder ähnliche Aktivitäten nutzen. Das gilt natürlich jetzt hier nicht um irgendwelche Turniere, wo dann halt irgendwie ein Preis ausgegeben wird, weiß ich nicht. Du machst jetzt ein Turnier und dann kriegt der Gewinner irgendwie 100 Gems oder so. Das sind dann wirklich irgendwelche Wetten auf den Ausgang von Spielen. Und dann steht ja auch, an denen sie selber als Spieler teilnehmen, unabhängig davon, ob dies mit einer Gebühr oder einem Einsatz verbunden ist oder nicht.
Das ist ja logisch. Dann noch Wirtschaftssanktionen und Geldwäsche. Das ist eigentlich auch jetzt nicht unbedingt, würde ich mal sagen, ja, das ist jetzt nicht so greifbar für uns, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Dann vielleicht noch ein paar wichtige Sachen. Sperrung und Kündigung von Konto und Dienst. Ja, Supercell kann jederzeit das Konto kündigen, einschränken, verändern oder auch löschen, ohne dass sie die Spieler darüber in Kenntnis setzen. Das sind halt Sachen, die werden nicht passieren. Also, ich habe noch nie erlebt, dass Supercell einfach von irgendwem einfach den Account gelöscht hat. Also, warum sollten sie das tun? Es steht halt nur da drin, dass es so sein kann. Einfach nur, damit sie sich absichern. Also es ist sowas von unwahrscheinlich, dass das passiert, aber sie müssen halt jede Wahrscheinlichkeit in diese Benutzungsbedingungen reinschreiben. Aber jetzt ist was Wichtiges. Da stand letztes Mal auch schon drin, das wissen viele nicht. Supercell behält sich das Recht vor, jedes Konto zu kündigen, das 180 Tage lang inaktiv war. Das bezieht sich natürlich alles hier auf alle Supercell-Spiele. Das bedeutet, wenn du dein Dorf 180 Tage lang nicht spielst, kann es sein, dass es weg ist. Es ist auch, würde ich sagen, eher unwahrscheinlich, aber ich will es jetzt auf jeden Fall mal einmal gesagt haben, dass es so kommen kann, ne? Weil es ja hier drin steht. Jedes Konto zu kündigen, das 180 Tage lang inaktiv war. Ja, dann steht da noch drin, dass man natürlich selber sein Konto auch jederzeit kündigen kann, ohne Angabe eines Grundes, und dass man natürlich auch nicht in irgendeinem, ja, dass man nicht irgendeinen Besitz hat, ne, bei seinem Konto, dass man da keine Ansprüche hat. Deswegen, das ist halt auch ganz wichtig. Nur weil du das Konto jetzt halt, also du hast jetzt dein Konto erstellt bei Supercell, du hast dein Dorf jetzt gemaxt, weiß ich nicht, Rad aus 15, das ist dann im Endeffekt trotzdem nicht dein Eigentum. Das ist halt das, was noch ganz wichtig ist, vielleicht zu erwähnen. Ich glaube, das waren jetzt soweit auch alle Punkte. Das ist echt viel, auf jeden Fall, aber ich habe es ja gesagt, das allermeiste ist einfach nur logisches Denken, und wenn ihr einfach ganz normal spielt, dann solltet ihr da keine Probleme haben. Das ist also mit 180 Tagen, das ist auf jeden Fall schon, das ist schon mal wild, ne? Das ist echt schon mal wild. Also schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was wusstest du denn nicht hiervon? Was ist neu? Was hast du noch nicht gewusst? Und dann sehen wir uns in einer freshen neuen Episode wieder. Clash of Clans mit mir, dem Fred Denkern. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Craddock und MBF, die neue Saison steht vor der Tür. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.